Hackfleisch in eine Schüssel geben, Zwiebel in kleine Würfel schneiden und zum Hackfleisch dazugeben. Das Ganze würzen, Salz und Pfeffer gut vermischen. Etwa 100 ml Milch dazugeben. Teigzubereitung: ein Glas Mehl, ein Ei. Jetzt ein Glas heißes Wasser, ca. 70 Grad. Ein Teelöffel Salz und ein Esslöffel Sonnenblumenöl gut verrühren. Das Wasser in die Schüssel mit dem Mehl gießen und alles gut vermischen. Wenn alles gut vermischt ist, zweites Glas Mehl dazugeben. Den Teig gut durchkneten. Mit Folie abdecken und eine Stunde stehen lassen.